It's Christmas. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich habe heute ein kleines Follow Me Around und ich bin gerade dabei, meinen Kaffee zu trinken. Und entschuldige mein Aussehen, aber in der Früh sehe ich leider, oder meistens, leider nicht, aber in der Früh sehe ich so aus. Und ja, heute habe ich mir vorgenommen, mache ich einfach mal ein Follow Me Around. Ich habe ein paar Sachen vor und ja, werden wir einfach mal schauen, wie die laufen. Momentan sitze ich noch, wie gesagt, und trinke meinen Kaffee aus meiner Winnie Pooh Beertasse von Disney. Und ich muss gerade nach oben gucken. Ja, strange things are gonna happen in this household of mine. Ja, sitze hier gerade und dann könnt ihr mal sehen. Da. Ja. Mit meinem mehr als sonderbar aussehenden Weihnachtsstern, der irgendwie, ich weiß auch nicht, das Ding hält ja gar nicht, komplett überhaupt nicht. Sag guten Morgen. Morgen. Da ist Schnupfen. Schnupfenkind. Ja, ja, ich werde einfach mal schauen, dass ich über den Tag so ein bisschen ein paar Sachen vlogge. Und die Sachen dann hochlade. Ja, ich habe hier so ein Halo hinter mir. Muss mich umsetzen, glaube ich, oder so. Ja, wurscht. Ja, würde sagen, wir sehen uns dann später. Bis dahin. Bye-bye. Ja, nur wer von euch, wer es sehen möchte, ist mein Workout-Outfit. Ich habe einfach so eine normale... Get my leg up. Okay, hier. Ha. Funktioniert alles. Also so eine kurze Capri-Dingsbums-Stretch-Hose. Die finde ich jetzt im Winter ganz gut. Ich bin sehr... Ja, bin gerade gelenkig. Die habe ich von einem Subscription-Service. Der nennt sich Ellie. Kauft man im Prinzip für, also man bezahlt 49,95 und kann sich dann eine Sache oder zwei Sachen pro Monat aussuchen, wenn sie aus der normalen Linie sind und eins aus der exklusiven Linie. Und ich hatte mir mal die Hose ausgesucht, finde sie ganz cool, meine Nikes dazu und einfach hier so ein normales schwarzes Dings drüber und das andere drunter ist ein Sport-BH von Lululemon. Den finde ich ziemlich cool, weil der wirklich absolut alles da hält, wo es hin soll. Drop my leg wieder down. Ja, das war jetzt mein Workout-Outfit und ja, ich habe heute ein bisschen Cardio gemacht, ein bisschen Insanity. Ich bin momentan einfach nur am gucken, was ich machen kann. Versuche es ein bisschen zu mixen, und ja, jetzt werde ich dann die Küche sauber machen. Auch sehr spannend, auch sehr geil. Ja, ist Freitag vor Weihnachten. Ich habe, glaube ich, schon soweit, nee, ich brauche noch ein Geschenk. Meine Tochter hat sich heute noch was gewünscht, Sophia the First und ja, vom Weihnachtsmann. Auf die Post warte ich noch. Ich warte noch auf zwei Pakete. Drei eigentlich, aber nee, drei. Kann man nicht mehr zählen. Ja, auf die warte ich noch. Eins weiß ich, kommt nicht mehr an, wahrscheinlich. Aber zwei sollten noch ankommen und irgendwie kommen die Post nicht oder sie gibt es nicht ab oder ich weiß auch nicht. Also irgendwie haben die am Flughafen wieder mal Probleme. Beim Zoll, whatever. Ja, ich nehme euch dann gleich mal mit zum Kücheputzen. Ich zeige euch meine Küche noch mal kurz. Ich denke, ihr kennt sie, aber kann euch trotzdem mitnehmen. Okay, bis gleich. Jo, willkommen in meiner Küche. Da ist meine Küche. Die werde ich jetzt putzen. Putzen. Mit das hier. Der Mrs. Meyers Clean Day. Und zwar ist das Limited Edition Orange Cloth Scent. Riecht sehr yummy. Und ich habe in der Zwischenzeit meine Haare gewaschen. Das ist noch nichts für meinen Tontüt. Er ist immer noch rot. Aber ich werde mich dann jetzt mal ins Putzen begeben. Ja, ich nehme nur das für die Counter. Und ja, Glasreiniger habe ich vergessen. Siehst du? Kannst mal sehen. Werde ich jetzt noch holen. Und ja, das werde ich jetzt mal machen. Genau. Okay. Siehst du, Mimi? Sagen wir mal, wir haben jetzt Mittagessen und ich zeige jetzt einfach nur das Essen. Das ist das Kinderessen. Das ist hier, ja, es ist jetzt
wenn jetzt irgendjemand sagt, das ist aber nicht sehr nahrreich, ich weiß, aber es ist besser als nichts. Wir haben heute nur ein kurzes Freitagessen und ja, haben Nuggets drin und es ist alles kalt mit Ketchup und es sind noch zwei Oreos drin. Da wird aber, der Oreo wird immer nur hier so auseinandergenommen. mit einem Fruchtzwerg oder Danonino, das ist quasi das gleiche, und Juice. Oder beziehungsweise, das ist immer nur ganz wenig Juice, aber mit viel Wasser. Und ich habe heute auch sehr nahrreich. Ich habe kein Proteinbar mehr. Deswegen, auch das ist ein ganz wenig Saft mit, also so ein Orangen-Peach-Saft mit viel Wasser. Ich brauche nur ab und zu mal ein bisschen Geschmack. Normal trinke ich mal Wasser. Ein halbes Pita-Brot und eine Banane. Ja, sehr spannendes Mittagessen bei uns. Ich bin jetzt fertig geschminkt. Ich habe heute, wie ihr seht, nur ein sehr simples Make-up gemacht. Ich habe den Chanel, wie heißt er? Epaton, Epadingsbums benutzt und die Bobbi Brown Chocolate Brown Palette. Genau, nur in der Lidfalte und am Außenwinkel ist wirklich nur ganz schnell drauf geklatscht. Meine Augenbrauen habe ich gestern ein bisschen nachgefärbt. Die sind immer am Anfang etwas dunkel. Aber sonst, wenn ich sie zu hell mache, dann hält es irgendwie nicht. Also von daher, ja, haben wir es jetzt mal so gemacht. Ansonsten Foundation habe ich die Catrice Infinite Matte. Ich hatte noch ein bisschen übrig. Ich habe zwar auch die neue da, aber die habe ich noch nicht benutzt. Und den Rest von meinem Glow Powder, das nehme ich alle. Und was habe ich denn noch drauf? Ach ja, den Physicians Formula Bronze Booster Glow. Das ist ein sehr, sehr schöner Bronzer, der ja, macht einen sehr schönen Ton. Und Benefit Coralista Blush und den WhatsApp von Benefit als Highlighter da ein bisschen, den finde ich ganz cool. Den hatte ich in so einem, gab es für beim Beauty Insider oder VIB bei Sephora. Das kriegt man einmal im Jahr, beziehungsweise einmal im Jahr, ja, zum Geburtstag, so ein, ja, irgendein Geschenk. Und dieses Jahr war es so ein kleines Benefit-Dings mit diesem WhatsApp Highlighter und der It's Real Mascara. Die finde ich jetzt nicht so prickelnd. Aber den Highlighter finde ich ganz schön und er hält ewig. Und ja, sonst habe ich nicht sehr viel gemacht heute. Meine Haare, die habe ich heute kurz über die Rundbürste gezogen, weil mein Kind wollte wissen, wie die Rundbürsten funktionieren. Und fallen sie natürlich ein bisschen cooler. Jetzt werde ich mich noch ein bisschen ans Lernen begeben. Und später dann, ja, ich kann euch das kurz zeigen. Mache ich gleich. Bin jetzt an meinem Schreibtisch, wollte euch das ja ganz kurz zeigen, dass ich lernen muss. Ich muss ruhig sein, weil da macht jemand, hoffe ich, Mittagsruhe. Und ja, da ist mein Computer. Da habe ich jetzt mich eingeloggt. Und Flashcards, die muss ich jetzt noch durchgehen. Das möchte ich noch schnell machen, bevor ja, alle anderen nach Hause kommen und ich wieder keine Ruhe mehr habe. Ja. Ist jetzt ein bisschen überbelichtet da hinter mir. Ich höre die ganze Zeit Phantomgeräusche halt. Irgendwie auch weird. Ja, das werde ich jetzt noch machen und damit bin ich jetzt erstmal beschäftigt für noch ungefähr eine Stunde oder so. Werden wir sehen. Ja, it's crazy. Wie wir sehen, es wird langsam dunkel und ich bin gerade angezogen. Ich werde euch jetzt mein Outfit zeigen, aber ich habe leider keinen riesigen langen Spiegel oder sowas und von daher geht das jetzt leider nicht, aber jetzt werde ich mal ganz schnell hier den Stern machen. Oh, Himmel, meine Beleuchtung. Naja, bringt jetzt auch kein Licht, aber egal. Ja, ein bisschen hier, da, der Papierstern. Ja, das habe ich jetzt und jetzt geht es einkaufen. Ich muss zum Alter und wahrscheinlich zum Walmart. Mag den Laden nicht, aber da andere Läden irgendwie die gleichen Produkte für sehr viel mehr Geld haben, ich sehe nicht ganz ein, dass ich da irgendwie doppelt und dreifach bezahlen soll. Deswegen gehe ich da hin und tue mir das halt einmal die Woche für, weiß ich nicht, eine halbe, dreiviertel Stunde an. Und ja, da gehen wir jetzt hin.
Und ich versuche euch mitzunehmen und mal schauen, ob ich irgendwie was filmen kann oder nicht. Keine Ahnung. Ansonsten zeige ich euch die Resultate. Aber da gehen wir jetzt hin und ja, kommt halt mit. Beziehungsweise guckt es euch dann an. Bis dann. Ja, bin jetzt gerade im Walmart. Wie man sieht, ich bin gerade mit dem Dogfood. Und es ist ein bisschen schlecht hier zu irgendwas zu drehen. Von daher werde ich es jetzt kurz halten und mich nachher später nochmal melden. Ja, ist die Hölle los, aber macht ja nichts. Wie gesagt, bin jetzt gerade in der Hundeabteilung. Muss für meinen Hundi holen und ja, dann werde ich den Rest besorgen. Bis dann.